Guten Tag, Herr Julen. Herzlich willkommen am GEDI. Sie wollten ja ursprünglich an der Handelstagung referieren, werden jetzt abgehalten von einem Board-Meeting, das heute an diesem zweiten Tag der Handelstagung stattfindet. Vielen Dank, dass Sie trotzdem vorher jetzt schon zu uns gekommen sind für dieses Interview. Bekanntlich treten Sie ja per Ende Jahr bei Intersport zurück. Haben Sie genug vom Sport? Im Gegenteil. Ich komme aus einer Spitzensportfamilie, treibe fast jeden Tag selber Sport. Wenn man so einen engen Bezug zum Sport hat wie ich und dann im Sport noch tätig sein kann, ist das mehr als ein Privileg und von dem habe ich überhaupt nicht genug. Dann müsste ich Ihnen die Frage stellen, warum treten Sie dann bei Intersport zurück? Es gibt genügend CEOs, die viel zu lange an ihrem Job hängen, aus Prestige, PR, Geld. Zu denen gehöre ich nicht. Ich wollte das auch selber entscheiden. Aber wie gesagt, ich habe einfach gespürt, jetzt ist der Moment gekommen, Platz zu machen. Intersport macht mehr als 11 Milliarden Umsatz. Wie führt man so einen großen Konzern? Was delegieren Sie und bei welchen Themen sind Sie selber involviert? Es gibt 4 Bereiche, wo ich ganz, ganz nahe dran bin. Der erste ist die Wahl unserer Master-Franchise-Partner. Weil ein Franchise-System steht und fällt mit dem nationalen Partner. Das zweite, die großen Rahmenverträge mit Adidas, mit Nike, mit Salomon. Wenn wir die für die Gruppe verhandeln, bin ich immer selber am Tisch. Das dritte ist, wir haben 2-mal im Jahr sogenannte Category Steering Committee. Da werden keine Produkte ausgewählt, da wird nicht entschieden, ob die Marketing-Tools above or below the line sind, traditionell oder digital, aber wirklich die großen Strategien der einzelnen Kategorien. Da bin ich auch sehr nahe dran. Und das vierte ist das ganze Sponsoring. Sie können jedes Wochenende Fernsehen schauen, sehen Sie irgendwo Intersport. Und ich habe ja früher in der Branche gearbeitet. Da bin ich selber nahe dran. Und da haben wir auch eine ganz spezielle Strategie. 50% von den Mitteln sind langfristig vergeben und 50% rein Last. Sie werden ja von Leuten, die Sie besser kennen als ich, als ein geradliniger Mensch beschrieben. Würden Sie sagen, das hat etwas auch mit Ihrem Führung oder das hat sich auf Ihren Führungsstil ausgewirkt? Ich habe auch relativ früh auf meinem Berufsweg gelernt, wenn man mit Mitarbeitern ehrlich umgeht, respektvoll umgeht, dankbar umgeht, dann kann man von ihnen sehr viel erwarten. Da gibt es Momente, wo man gewisse Kompromisse machen muss, wo man zuhört. Dann gibt es auch Situationen, wo man beinhart durchgreifen muss. Und das ist, glaube ich, etwas, was man lernt. Das kann man nicht auf der Universität lernen. Das zeigt die Praxis. Man muss auf die Leute eingehen, ihnen zuhören und dann situativ entscheiden. Und ich finde, das ist ganz wichtig, wichtiges Führungsprinzip auch, dass man nicht nur stur ist, nicht nur hart ist oder nicht nur weich ist, sondern von Situation zu Situation sich entsprechend anpasst. In Ihrer Zeit bei Intersport haben Sie Außerordentliches erreicht. Ich fasse kurz zusammen. Sie haben den Umsatz verdoppelt. Sie haben die Anzahl der angeschlossenen Länder sage und schreibe vervierfacht. Wo würden Sie sagen, liegt das Erfolgsgeheimnis dieser positiven Intersportentwicklung? Ich glaube, es gibt 5 Erfolgsfaktoren. Der erste ist sicher die Branche. Der Sport ist im Trend, der Sport ist beliebt. Die Leute wollen in die Natur, die wollen frische Luft, die wollen sich sportlich betätigen, die wollen fit sein, die wollen abnehmen. Dieser Trend hat uns sicher entscheidend geholfen, ja beflügelt. Das zweite ist das Businessmodell. Und das möchte ich auf 2 verschiedenen Bereichen erklären. Eines, die Intersport International ist eine Genossenschaft. Das heißt, das ist ein Businessmodell, das ist langfristig ausgelegt, das ist nachhaltig ausgelegt. Wir kennen keinen Quartalsdruck, wir können langfristig planen. Und der zweite Bereich ist, das ganze Intersport-System ist ein Franchise-System. Unser Franchise-System erlaubt nationale Anpassungen. Es ist nicht stringent homogen weltweit. Es gibt Elemente, Sortiment, Shopformula, Marketing, die müssen identisch sein, aber wir lassen Freiraum.
Also das gesamte Businessmodell ist der zweite Erfolgsfaktor. Der dritte ist die Marke Intersport. Wir haben früh entschieden, wirklich in die Marke zu investieren. Heute ist Intersport sicher die bekannteste, glaubwürdigste Marke im gesamten Sportartikelbereich. Der vierte Erfolgsfaktor, die Expansion. 2000 war Intersport nur in Westeuropa tätig. Wir hatten damals die kühne Vision, lass uns versuchen, eine globale Marke zu werden. Zuerst nach Osteuropa, dann in den Mittleren Osten, dann nach Asien. Und der fünfte Punkt, Kontinuität. Wir gehen unseren Weg. Oft wird Intersport auch als Elefant bezeichnet, der stur, etwas langsam seinen Weg geht. Aber einen Elefant von seinem Weg abzubringen, das ist nicht so einfach. Und diese fünf Faktoren, das ist der Erfolg von Intersport. Intersport geht in der Beschaffung ja ausgeprägt eigene Wege. Ich nenne ein paar Stichworte: Vertikalisierung, Zentralisierung des Einkaufs, exklusive Partnerschaften. Wie wichtig sind diese Komponenten für den Erfolg Ihres Unternehmens? Wir haben uns 2000 zum Ziel gesetzt, aus einem Einkaufsverband eine moderne Franchise-Unternehmung zu werden. Und dann haben wir schon sehr früh auf die Vertikalisierung gesetzt, dass wir so Volumen bündeln können, effizienter werden, bessere Preise bekommen. Und die exklusiven Partnerschaften sind ein ganz entscheidender Faktor. Durch das Volumen, das wir haben, durch die Menge, können wir natürlich exklusive Produkte fordern. Und diese exklusiven Partnerschaften, die pushen wir, um uns wirklich zu differenzieren und den angeschlossenen Franchise-Nehmern bessere Margen zu offerieren. Außerordentlich beeindruckend an Intersport ist die Expansionsgeschwindigkeit, die wir beobachten konnten. Wie viele Leute braucht es für so eine Expansion? Wie groß ist die Expansionsabteilung bei Intersport? Sie werden es kaum glauben, Australien beispielsweise oder letztes Jahr Chile, die sind alle zu uns gekommen. Wir mussten die nicht suchen, weil die in der Branche sind, die kennen Intersport, die haben gesehen unsere exklusiven Deals, die wir mit den großen Marken haben, die haben die Eigenmarken gesehen, zum Teil haben sogar Lieferanten denen empfohlen, zu Intersport zu kommen. Das klingt vielleicht arrogant, aber das läuft mehr oder weniger von selbst, weil wir so eine Position heute im Markt haben. Das ist wirklich in Anführungsstrichen fast ein Selbstläufer heute. Welches ist Ihrer Ansicht nach der schwierigste Markt? Heute ist auf der einen Seite sicher jeder Markt schwierig. Aber andererseits ist für uns sicher China der schwierigste Markt. Es ist eine komplett andere Kultur. Der Markt ist geprägt von Monobrand-Stores. Multibrand-Stores muss man dem Konsumenten zuerst vermitteln. Und vor allem, wenn man mit Multibrand-Stores, mit einem 1000 Quadratmeter Intersportgeschäft Erfolg haben will, mit Running, mit Fußball, mit Outdoor, mit Tennis, mit Badminton, braucht es gut geschulte Leute. Und dann kommt die, in Anführungsstrichen, Illoyalität der chinesischen Arbeitnehmer dazu, nach Chinese New Year, kommt die Hälfte nicht mehr zurück. Das heißt, um unser Fachhandelskonzept in China zum Erfolg zu verhelfen, da sind wir am Kämpfen. Und China ist und bleibt eine Herausforderung. Angesichts der Digitalisierung, wo sehen Sie das Zukunftsmodell des stationären Handels? Für mich wird es den stationären Handel immer geben, gebe ihm sogar große, große Zukunftschancen. Wenn wir dem Konsumenten heute anbieten können, wenn du online zur Intersport Schweiz gehst, auf die Website, dann ist die so attraktiv, dann gehst du zum Intersport Julen an die Zürcher Bahnhofstraße und der ermöglicht dir dann, das Produkt mitzunehmen, nach Hause zu schicken oder kann es dort zurückgeben, weil es nicht funktioniert und ich nicht zufrieden bin. Diese Verknüpfung von online und offline ist für uns die Zukunft. Multichannel, Omnichannel, und da spielt der stationäre Handel eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Weil reine E-Commerce, und man sieht jetzt, dass auch ein Zalando anfängt, Partnerschaften mit Adidas, mit anderen Händlern einzugehen, weil er braucht den stationären Handel, weil er sonst, glaube ich, die Kosten kaum im Griff haben wird. Und darum gebe ich dem stationären Handel eine große, große Zukunft. Aber er muss sich umstellen. Seine Aufgabe wird in Zukunft eher eine andere sein.
Herr Julen, abschließend, wo sehen Sie die drei größten Herausforderungen für den Handel? Ich glaube, entscheidend ist heute, dass ein Einzelhändler den Konsumenten digital abholt. Sei das auf dem Handy, sei das auf dem iPad, im Internet, und es ihm gelingt, ihn in die Geschäfte zu locken. Und wenn er das geschafft hat, dann kommt die zweite Herausforderung. Wir nennen das Retail Excellence. Top-Beratung, die so gut geschult ist, dass sie ganz sympathisch ihnen noch Textilien verkauft, ihnen Socken verkauft, ihnen eine Uhr verkauft, in einer Umgebung mit fantastischem Merchandising, guter Beleuchtung, vielleicht einer Kaffeebar, wo sie noch etwas trinken können, dann ein Parkplatz, wo sie ans Geschäft nahe rankommen. All diese Retail Excellence, die kann kein E-Commerce-Händler bieten. Die kann ihnen das Netz nicht bieten. Das muss der Händler in Zukunft schaffen, und sonst hat er gegen E-Commerce keine Chance. Und das Dritte ist, der Druck auf die Preise, auf die Margen wird stärker und stärker, wird zunehmen. Das heißt, ein Händler muss effizient aufgestellt sein, er muss seine Prozesse im Griff haben. Diese drei Sachen sind für mich ganz, ganz entscheidend. Und wer das macht, diesen Sportfachhändler, mache ich mir überhaupt nicht die geringsten Sorgen. Herr Julen, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns ans GEDI gekommen sind. Wir wünschen Ihnen für die verbleibende Zeit bei Intersport und für alles, was danach kommt, alles Gute. Dankeschön.